Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar zocken wir Genshin Impact. Das ist so ein Anime-Rollenspiel-RPG. Und das soll richtig cool sein. Ich habe mir das mal kurz... das gibt's auf mehreren Plattformen. Wir sind jetzt auf der PS4, es gibt's auch noch für Xbox und sogar für Mobile, also fürs Handy. Und auf dem Handy, muss ich gestehen, habe ich mir das auch schon mal kurz angeschaut. Es ist sehr cool, meiner Meinung nach. Es sieht richtig cool aus und ist auch cool gemacht. Und dann dachte ich mir, starten wir doch mal ein Let's Play. Und ja, schauen uns das Ganze mal auf der PS4 an. Und wir werden jetzt gleich mal einsteigen. Ich hoffe, das funktioniert doch alles. Ich hoffe, wir kommen gleich nochmal in die Optionen, damit ich den Sound noch ein bisschen runterdrehen kann, weil der ist meistens immer, wenn er volle Pulle ist, ist der nämlich immer ein bisschen zu laut. Und das wollen wir ja nicht. Geile Musik auf jeden Fall schon mal. Und wir schauen mal, was wir hier in diesem Fensterchen stehen haben. Willkommen bei Genshin Impact. Hallo, das Konto für PlayStation Network wird mit dem Nutzerkonto eines unabhängigen Servers verbunden. Das Spiel wird nach dem Zustimmen fortgesetzt. Ja, wir stimmen mal zu. Lesen tun wir sowieso nicht, diese Dinger. Kennen wir ja alle, ne? Okay, jetzt laden wir erstmal ein bisschen was herunter. Ich hoffe, das dauert nicht zu lange. Sieht noch ganz gut aus. Ich bin echt gespannt. Auf der PS4 muss das natürlich noch ein bisschen cooler sein, denke ich mal, als auf dem Handy. Ich meine, ich habe zwar das... Ah, oh, ist die Musik cool. Ich liebe diese Hafenmusik. Also nicht Harfen, sondern Harfen. Nicht die Musik am Harfen, sondern die Musik von der Harfe. Finde ich immer richtig cool. Und es sieht jetzt einfach schon so aus, als ob wir in eine komplett andere Welt eintauchen werden. Es hört sich auch einfach schon so an. 82%. Lalalalalalala. Ich freue mich. Dim, dim. 100%, ich hoffe, er lädt nicht noch mehr jetzt. Spiel wird geladen. Zu ladende Daten werden vorbereitet. Ein lautes Geräusch, ein Lag. Ah, das sieht gut aus. Was haben wir denn hier unten? Ankündigung. Okay, da knallt er uns hier auf die... Ach ja. Okay, das sind einfach nur so diese... ja, diese... tollen News, die wir immer haben. Auf dem Handy kriegt man dann immer noch so Belohnungen. Ich glaube, wir kommen hier leider noch in keine Einstellung rein, oder? Na egal, dann würde ich sagen, drücken wir einfach mal auf Spiel starten und lassen uns überraschen. Und lassen uns überraschen. Und lassen uns... Ah! So, what you're trying to say is that you fell here from another world? But when you wanted to leave and go on to the next world, your path was blocked by some unknown god? Outlanders, your journey ends here. Who are you? The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. Wähle einen der Geschwister. Ach, geil. Okay, wie können wir jetzt hier... Ach so. Ich muss jetzt mit dem Joystick... Ja, natürlich, dadurch, dass ich männlich bin, werde ich auch den
männlichen Charakter nehmen. Achso, so können wir. Okay, wenn wir das hier so. Okay. Ja, wir nehmen. Ja, wohl. Ich finde, oft sehen die weiblichen auch manchmal immer noch ein bisschen cooler aus. Weil die so ausgefallen aussehen. Die männlichen natürlich auch bei diesem Anime. Ja, Spielen und auch Serien. Aber dadurch, dass ich auch ein Männchen bin, nehmen wir auch das Männchen. Los geht's. Yeah. Gib deinen Namen ein. Hm, ja. Dann nehmen wir doch wieder den Guckel. Fertig? Okay. Das fängt ja super an. And just like that, the god took away my sister. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So while we used to travel from world to world, we are now trapped here. Ich bin übrigens auch ruhig bei den Texten hier, weil wir haben auch eine Synchronisation mit deutschen Untertiteln. Synchronisation ist Englisch, Untertitel sind Deutsch, sind aber gut zu lesen und stehen noch lang genug da. Notfalls auf Pause kurz drücken, aber das sollte nicht nötig sein. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. When I woke, I was all alone. Until I met you 2 months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guy. Ich liebe diese Anime-Grafik. We should head off. Let's get going. Boah, das sieht so cool aus. Das sieht so malerisch aus einfach. Spuren eines Wanderers. Geh zu Paimon. Paimon, das ist unser Freund hier, unser Kleiner. Ich dachte, das ist eine Sie. Mal L3. Ah ja, okay, ja, bewegen. R1 gedrückt halten zum Rennen und R1 ausweichen. So weichen wir aus, okay. So rennen wir. Und mit X springen wir. Okay. Hier war gerade noch... wie komme ich in die Quest rein? Das habe ich jetzt ganz, okay, was ich aber noch vorher gucken will. Errungenschaften. Ach, wir müssen hier mit dem Stick, ich will hier mit dem Steuerkreuz die ganze Zeit. Ich möchte nämlich ein bisschen den Sound runterdrehen. Grafik, okay, ja, auf der PS4 nicht das Problem. Ton, kleinen Moment. Musste gerade mal beim Fernseher nochmal drauf drücken, sonst hätte er sich selber abgeschaltet. Wäre nicht so gut gewesen. Ja, puh, Lautstärke. Beim Ton, wie machen wir denn die Lautstärke? Hallo? Verringern mit L2, ach so. Puh, keine Ahnung, ich habe immer so auf ungefähr 3/4 gemacht. Das machen wir jetzt hier auch mal. Das wird die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte. Machen wir mal auf 7. Zack. Komm mal runter. So. Ach so, okay. Machen wir das auch mal auf 7. Ich werde leider erst auch im Nachhinein dann sehen, ob es zu leise jetzt ist. Ich hoffe nicht. Falls ja, bitte in die Kommentare schreiben. Grafik, ja. Müssen wir sonst nichts machen. Okay. Dann würde ich sagen... Kleinen Moment. Dann würde ich sagen, werden wir mal Paimon folgen. Laufen tun wir mit R1. Oder rennen. Haben auch eine Ausdauer scheinbar, ne? Wie weit kommen wir denn? Was geht? Die erhöht sich sicherlich auch noch, denke ich mal. Die lässt sich bestimmt irgendwie erhöhen.
Was ist, wenn ich hier drücke? Nichts. Okay, hier haben wir... Ah, hier kommen wir auf unsere Aufträge. Ach, das ist cool. Das ist cool gemacht. Ich wollte nämlich einmal hier drauf, auf unsere Aufträge. Wir können jetzt hier so, wenn wir L1 gedrückt halten, dann können wir hier mit einem rechten Stick hier so in diesem kreisförmigen Menü auswählen. Ich wollte nämlich auf die Aufträge und uns die Spuren eines Wanderers angucken. Geh zu Payman. Ein Gott hat deine einzige Verwandte entführt. Auch dich hat dieser Gott nicht verschont und du bist in einen tiefen Schlaf gefallen. Später bist du auf Payman getroffen, die zu deiner treuen Gefährtin wurde. Siehste, Gefährtin. So beginnt eure Reise durch Teyvat. Kartenmarkierung verlassen. Oh, gerade aufgestanden. So, Payman folgen. L3 drücken zum Verfolgen. Ich drücke noch L3. Achso, wahrscheinlich ist sie noch nah genug dran. Was ist denn eigentlich bei meinem Icon hier rechts? Oh! Moment. Wollen wir dem hier erstmal auf die Fresse hauen? Aus der komischen Blase hier. Nice. Haben unseren ersten Gegner auch erledigt. Ich wollte mal gucken, was wir denn hier machen können. Wenn wir jetzt Steuer kurz nach oben drücken. Nichts. Sehr gut. Ach, ich schätze mal, da können wir dann vielleicht Charaktere wechseln oder sowas später. In der Aktion, was haben wir hier? Schalte den Teleportationspunkt frei. Ah. Ich bin immer so, ich will immer gucken, wenn neue Quests kommen, dann will ich immer direkt gucken, ob wir auch was Neues dazu stehen haben bei diesen, bei Rollenspielen. Da hat man ja auch immer so viele Texte dann zum Lesen. In diesem Fall haben wir aber keinen zum Lesen. Deswegen aktivieren wir einfach mal diesen Punkt. Erstens, öffne das Kartenfenster. Zweitens, wähle einen Teleportationspunkt, den du schon freigeschaltet hast, um dich an die jeweilige Stelle zu teleportieren. Okay, coole Sache. R1 gedrückt halten öffnet das Schnellzugriffsrad zum Einsehen der Karte. Das haben wir schon herausgefunden. Finde ich aber gut gelöst. Ah, das sieht so cool aus. Wer bist du denn? Weg, weg ist er schon wieder. Da will man noch gar nicht so rennen, da ist er. Was auch immer es ist. Depletes stamina and depleted stamina takes time to recover. Ach ja, okay, let's take the route we planned. Yeah, okay. A statue of the seven. Yeah, toll. Which of the seven are you looking for exactly? Tja, das weiß ich auch noch nicht. Oh Mann, wir konnten eben irgendwie diese Echse aufheben, glaube ich. Die war hier eben und wir konnten eben irgendwas mit dieser Echse machen. Würde mich jetzt mal interessieren. Oh Mann, die ist jetzt weg, glaube ich, ne? Oh Mann, warum ist die weg? Toll. Weil ich das Gequatsche hier laufen lassen wollte. Naja, gut, dann klettern wir mal hoch. Verbraucht auch Ausdauer. Auftrag abgeschlossen. Abenteuer-EP. Mora. Was ist Mora? Ich muss mich dran gewöhnen, dass wir hier mit dem Steuerknüppel steuern. Weil in so Menüs will ich das immer mit dem Steuerkreuz machen. Geh weiter. Ihr startet im Sternfalltal und seht euch in der Gegend um. Okay. Das ist nicht so viel an Info. Aber wir sind ja auch erst noch am Anfang. Da glitzert doch was. Da glitzert doch was. Wusste ich's doch. Dämpffrucht. Inventar öffnen. Hier haben wir unser Inventar also. Das ist unsere Waffe. Stumpfes Schwert. Die Träume eines Abenteurers und der Enthusiasmus bei der Reise sind zwei wertvolle Dinge, die das Schwert aber auch nicht schärfer machen. Mach es einfach mit Mut wieder wett. Ja.
Anordnung. So, kommen wir weiter. Okay. Nichts drin. Das haben wir gerade gefunden. Die Dämmerfrucht. Stellt der gewählten Figur 300 LP wieder her. Ah ja, okay. Zum Heilen also. Eine Gabe der Natur, die man überall auf Teyvat findet. Sie ist so schön wie die Abenddämmerung und sättigt sehr. Die hat ein merkwürdiges, süßes Aroma und belebt den ermüdeten Geist. In der freien Natur zu finden. Achso, haben wir eigentlich noch was im Inventar gerade? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, nur unser stummes Schwert. Hier haben wir noch mehr Früchte. Nehmen wir natürlich alles mit. Wie komme ich hier oben ran? Achso. Alles mitnehmen, was sich mitnehmen lässt. RPG-typisch halt, da ist auch schon wieder irgendwas. Pilze, Champignons. Es tut mir leid, ich muss hier alles durchlesen. Champignon, vor Lebenskraft nur so strotzend und sehr häufig anzutreffen. Er braucht lediglich genug Schatten und Wasser, ansonsten wächst er fast überall. Das kann ich mir vorstellen. Das wäre so eine Echse. Oh, wow! Wow! Mann, wo ist die Echse hin? Ich habe Angst. Ja, genau davor hatte ich Angst. Egal. So malerisch. Genshin Impact. That's a statue of the seven. Ah, hier müssen wir also weiter drücken. Okay. There are a few of these statues scattered across the land to show the seven's protection over the world. Among the seven gods, this god controls the wind. Paimon's not sure whether the god you're looking for is the animal god, but Paimon will take you to the animal god's place first, and there's the reason why. Der Fremde, der den Wind fing. As we all know, poetry and language flow like the wind. Das sieht echt geil aus. Ich mag diese Comic-Grafik. Muss ich noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, sorry. Okay, nichts Neues. Wie kommen wir jetzt hier runter? There'll definitely be someone there who knows about your sister. At least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try. Da hast du recht. So let's hop to it. Wird übrigens nicht Paimon ausgesprochen, sondern Paimon anscheinend. Oh, hier will man einfach überall rumlaufen. Schlimm ist das. Alles erkunden. Da, da, da. Kann ich jetzt hier mit das? Da. Ich kann die fangen oder so, ne? Jetzt. Echsenschwanz. Ah, cool. Wir haben einen Echsenschwanz. Spiel durchgespielt. Echsenschwanz. Material. Der leicht gekrümmte Schwanz einer Echse, zu der er einst gehörte. Seine bitteren Bestandteile härten die Haut auf wirksame Weise. Objektdetails. Okay. Dachte, ach, zerstören können wir auch direkt. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie, ja, was es halt bringt, so, ne, noch. Okay, oben haben wir eine Last. 30.000 insgesamt, 8 haben wir erst. Also wir können einiges tragen. Die Last lässt sich, denke ich mal. erhöhen. Im Laufe der Zeit. Da glitzert wieder was. Was haben wir denn hier? Beeren. Das ist ja bärenstark. Okay. Gucken wir auch mal wieder rein. So. Sorry, wie gesagt, ich bin echt immer so bei solchen Spielen, die auch so cool gemacht sind. Da lese ich mir sogar solche Texte durch. Einfach, weil man sie durchlesen kann. Die Beere. Eine Frucht in knalligen Farben, die man überall im Freien finden kann. Sie hilft dabei, die Müdigkeit auf der Reise zu überwinden.
Na, passt ja. Wir sind ja hier beim Gottes Windes. Können wir ein bisschen winden. Jetzt guck hier die ganze Zeit, ob hier irgendwas glitzert. Siehst du? Da oben. Komm ich da hoch? Kann ich da einfach raufklettern, oder? Ich bin gleich da. Was haben wir denn hier? Vogeleier. Aha. Ein Ei mit einst schier unendlichen Möglichkeiten. Nun bietet es dir eine Tagesration an Protein. Sehr cool. Wo bist du, Paimon? Ach, es ist so malerisch. Schwimmen auch noch. Ach du Jemine. Ja, ich glaube aber an diesen Kleinigkeiten ändert sich nicht viel im Text. Nein. Nur die Aufgabe an sich. Dann schwimmen wir mal rüber. Der Sternfallsee. Ich kann auch schnell schwimmen. Kraulen. Hier ist die Statue des Gottes des Windes. Mal schauen, was diese uns bringen wird. Na nü. Da vibriert doch glatt der Controller. Und wir haben was von der Karte freigeschaltet. Ja, wir sind jetzt gerade am Sternfallsee. Was haben wir noch? Mostsee, Mondstadt, Flüsterwald, Sterngreifklippe, Tempel der Tausend Winde, Windblickkap, Windblickberge. Die ist sicherlich noch ein bisschen größer, die Karte, als jetzt schon. Oh, did you just feel the elements of the world? Ja. Seems all you had to do was just touch the statue and you got the power of animal. As much as they may want it, people in this world can never get a hold of powers as easily as you. Diese Fähigkeit, jetzt können wir sogar antworten auch. Diese Fähigkeit habe ich sicher, weil das Ganze ist ziemlich seltsam. Jetzt können wir ein Steuerkreuz auf einmal lenken, ne? Steuern. Lenken. Habe ich sicher, weil, weiß ich nicht. Ich will nicht so, dass das so ein arroganter wird. Es ist schon seltsam. Ja, ist ja gut. Guck mich nicht so böse an. Ich find's trotzdem seltsam. Süße Paimon. If we keep heading west from here, we'll eventually reach Mondstadt, the city of freedom. Klingt einfach auch schon so magisch. Mondstadt is the city of wind because they worship the god of animal. So perhaps because you got power from the god of animal, you can find some clues there. There are also lots of bards there, so perhaps one of them has heard news of your sister. Let's move then. The elements in this world responded to your prayers and Paimon thinks that's a lovely sign. Oh. Wie greife ich nochmal an? Hiermit. Ach. Drücke, um die Elementarfähigkeit zu benutzen. R2. Der Gegner macht doch gerade gar nichts. Unerwartete Macht. Auf dem Weg, der vor euch liegt, steht eine Statue der Sieben. Paimon schlägt vor, dass ihr sie euch anseht. Haben wir doch eben gemacht. Okay, Elementarfähigkeit. Sehr geil.
Mal diesen Blob hier wegbashen. Gedrückt halten, um die Stärke zu erhöhen. Vielleicht zwei von den Freunden hier. Okay. Ja, sehr cool. Sehr cool. Und jetzt Spezialfähigkeit. Oh, das haben wir auch noch. Oh, hier brennt es ja überall. Ach, das sind wahrscheinlich die Viecher hier. Mit Dreieck. Sehr gut. Oh, Paimon's so jealous. Why doesn't Paimon get cool fighting powers? Uff, wir haben wieder ein bisschen was zum Lesen bekommen. Ja, es ist halt ein Rollenspiel, ne? Da muss man auch sich viel mit dem Charakter selbst beschäftigen, viel lesen, viel im Inventar schauen und so weiter. Mal gucken. Das haben wir. Hier haben wir was Neues. Süß mariniertes Hühnchen. Stellt der gewählten Figur 22% Lebenspunkte sowie zusätzlich 1200 Lebenspunkte wieder her. Ein mariniertes und dann geschmortes Hühnchen. Das zarte Fleisch ist durchdrungen von dem Saft der Zuckerblume. Ach, sehr schön. Taiwat Spiegelei. Belebt die gewählte Figur wieder und stellt ihr 100 Lebenspunkte wieder her. Ein auf nur einer Seite gebratenes Ei. Das Eigelb ist noch flüssig und lädt ein, es aufzupieksen. Ach du dicken Ei. So, sonst haben wir nichts. Aber wir haben doch noch... mehr Krams doch. Das ist unser Charakter. Hier haben wir auch noch gar nicht reingeguckt. Attribute. Ein Reisender weit entfernt von der Heimat auf der Suche nach den Sieben, um seine Schwester wiederzufinden. Stufe 2 sind wir schon. Ich weiß jetzt auch nicht, was dieses von 20 bedeutet. Vielleicht kriegen wir... Ach, ich schätze mal, wir kriegen da so einen Stern. Dann unter meinem Namen sind ja 6 Sternchen. Ich schätze mal, dann kriegen wir einen so einen Stern. Okay, cool. Waffe. Aha. Das ist jetzt die unsere angelegte Waffe. Die können wir auch verstärken anscheinend. Artefakte. Können wir auch noch welche anlegen, wenn wir welche gefunden haben. Ach, das sieht cool aus. Sternbild. Oh. Das scheint so eine Art Talentbaum zu sein. Fähigkeitenbaum. Sagte er und direkt darunter steht das Wort Talente. Ja, aber das scheint ja irgendwie doch zu Fähigkeiten. Vielleicht sind das auch so passive Fähigkeiten oder sowas. Es könnte sein. Talente. Hier sind unsere Talente. Die können wir auch verstärken. Daten. Der Hüter stirbt und der Schaffer ist noch nicht geboren. Doch die Welt wird nicht mehr brennen, da du die Göttlichkeit erlangen wirst. Okay. Wir haben aber auch noch... Was ist das? Unsere Karte, ne? Okay. Das sind unsere Aufträge. Wie komme ich nochmal in dieses andere Menü? Verdammt. Nein! So? So? Nee? Oh, so können wir unseren Charakter wieder... toll. Wie komme ich jetzt nochmal ins andere Menü rein? So? Nee. Muss ich doch vielleicht hier reingehen? Oder so? Nee. Weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr. Wahrscheinlich mit der Optionsliste. Sehr gut, Gucke. Du bist einfach der hellste Kopf auf diesem Planeten. Okay. Truppe. Hier wollte ich mich auch nochmal umschauen. Okay, die besteht momentan nur aus uns. Nicht nur noch. Ist ja nicht so, dass wir schon welche verloren haben oder so. Freunde. Ja gut, da gucken wir erstmal noch nicht rein. Errungenschaften. Da haben wir nämlich gerade was bekommen. Ach du Heilige. Scheint ein paar mehr zu geben. Wunder der Welt. Oh Gott. Erhalte die Anemokraft. Das haben wir bekommen. 5 Urgestein. Was auch immer wir mit diesem Urgestein noch machen können. Okay. Figuren haben wir nur eine bisher. Nachrichten. Ah, das ist das, was ich meinte eigentlich. Fangen wir mal von unten an.
Exklusive PS4-Belohnung. Lieber Reisender, vielen Dank für deine tolle Unterstützung. Hier ist deine exklusive PS4-Belohnung. Geil! Geil! Flügel der Kameradschaft. Wow. Weiter geht's. Dein Postfach fasst bis zu 1000 Nachrichten, okay. Sondergeschenk zum Start von Genshin Impact. Das spielst du noch nicht lange draußen übrigens. Und was ich noch dazu sagen muss, da der ein oder andere sicherlich überlegen wird, sich das auch zu besorgen und selber zu zocken, das Spiel ist kostenlos. Also es ist tatsächlich kostenlos. Und allein das ist es schon wert. Lieber Reisender, vielen Dank für deine Unterstützung von Genshin Impact. Hier hast du ein besonderes Geschenk zum Start von Genshin Impact. Haben wir ja schon, ne? Wir haben ja alles gesammelt, glaube ich. Ja. Lieber Reisender, wir schenken den Reisenden von Genshin Impact hiermit den besonderen Windgleiter mit dem Namen Flügel der Kameradschaft, um unseren Dank für die tolle Unterstützung auszudrücken. Breite noch heute deine neuen Flügel über Taiwat aus. Die Figurenziele wird im Verlauf des Spiels, des Spiels freigeschaltet. Sobald die Funktion verfügbar ist, kannst du das Objekt anlegen. Belohnung für 3 Millionen Voranmeldungen auf der offiziellen Seite. Lieber Reisender, dank der Unterstützung aller Reisenden gab es nun schon über 3 Millionen Voranmeldungen auf der offiziellen Seite von Genshin Impact. Auch die Abonnements auf verschiedenen Plattformen sind erreicht worden. Aus Dank für die tolle Unterstützung möchten wir dir nun vorbestimmtes Schicksal mal 10, eines Abenteures Rotte mal 10, hochwertiges Verstärkungserz mal 10, Pizza, oh jetzt so eine leckere Pizza, mal 5 frittierte Rettichbällchen, mal 5 feurige Nudeln, mal 5 und Mora mal 10.000 schenken. Wir wünschen allen eine gute Reise. Vielen Dank. Eingesammelt haben wir schon alles. So. Haben wir uns alles angeschaut. Sehr gut. Muss auch mal sein. Ich wollte aber trotzdem nochmal... Oh. Stufenfiguren im Figurenmenü hoch. Stimmt, wir haben ja jetzt auch neue Sachen bekommen. Stufe die Figur hoch, um ihre Attribute zu verbessern. Na, das machen wir doch gerne. Na, okay, das sind unsere Materialien. Wir sind Stufe 2. Mittlerweile Stufe 5. Ja, können wir den jetzt ja richtig hoch pushen. Durch unser Willkommensgeschenk. Das ist natürlich schön für den Start. Sehr schön für den Start. Einer noch. So levelt man noch gerne. So, bei der Waffe. Ich glaube, die konnten wir ja jetzt wechseln, ne? Bei den Daten steht hier noch was Neues. Hintergrund. Wow. Willkommen zu Let's Read Genshin Impact. Ja, so viel ist es ja auch noch nicht, aber da kommt noch ein bisschen was. Aber es ist ja auch interessant. Figuren Hintergrund 1. Unter einem fremden Himmel steht ein junges Geschwisterpaar im Sand. Ihr seid Zwillinge auf der Durchreise, es war ein langer Tag und ihr seid erschöpft nach dem Durchqueren der vielen Welten. Du hoffst, dass du in dieser neu angekommenen Welt namens Taiwat glücklich sein wirst. Jedoch hat sich viel verändert, als ihr von den Meteoroiden gestiegen seid. Alles scheint einer großen Katastrophe gleich. Ihr wollt weiterreisen in die nächste Welt, aber nun versperrt euch eine merkwürdige, schwebende Gottheit den Weg. Sie blickt auf euch herab. Plötzlich streckt sie ihre Hand aus und nimmt von dir den einzigen Blutsverwandten, den du noch hast. Du fällst in einen komatösen Schlaf voller Albträume. Als du wieder aufwachst, hat sich die Landschaft verändert. Nichts davon sieht aus, als hättest du es je gesehen. Wie viele Jahre hast du geschlafen? Es ist nicht gewiss. Du weißt nur eines. Du musst dich aufmachen, die Gottheit zu finden, der du diesen Albtraum zu verdanken hast. Ja, und diese Gottheit haben wir ja eben im Intro kennengelernt. Ja. Level 8. Die Level kommen gar nicht hinterher.
Ich wollte nochmal gucken im Inventar. Denn wir haben anscheinend eine neue Waffe. Und wir haben noch was anderes. Was haben wir denn hier? Hochwertiges Verstärkungserz. Material zur Waffenverstärkung. Aha. Material für Waffen-EP enthält 2000 EP. Aufgrund der physischen Eigenheiten dieses Stoffes können Waffen damit besonders gut verstärkt werden. Klingt gut. Schwert der Niederkunft. Verfeinerungsgrad 1, Stufe 1. Niederkunft. Verursacht beim Treffen von Gegnern mit Standardangriffen und heftigen Schlägen mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% Schaden in Höhe von 200% Angriff mit geringer Reichweite. 10 Sekunden Abklingzeit. Erhöht den Angriff zusätzlich um 66 Punkte, wenn der Reisende mit dem Schwert der Niederkunft ausgerüstet ist. Ein Schwert von außergewöhnlicher Machart. Es scheint nicht von dieser Welt zu sein. Das will ich doch sofort anlegen. Kann ich das hier direkt anlegen? Nee, ne? Dazu müssen wir nochmal zu unserem Charakter gehen. Auf Waffen. Und auf Wechsel. Und dann nehmen wir nochmal das gute Stück. Geil. Basisangriff 23 hatte das andere. Wir haben jetzt 39. Sehr schön. Sieht doch cool aus mit dem Blau. Hatten wir hier noch was bekommen? Bisher noch nicht. Okay, geil. Das können wir da auch direkt noch verstärken anscheinend, ne? Das gucken wir auch nochmal. Also müssen wir hier gucken. Waffe. Verstärken mit Dreieck. Wir haben noch eben so eine Items zum Verstärken bekommen. Verstärken. Verfeinerung? Aktuelles Verfeinerungsstufenlimit erreicht, okay. Verstärken mit X. Automatisch hinzufügen Materialien. Mit 1 Stern. Ach, das Schwert, was wir nicht mehr gebrauchen. Damit können wir es verstärken. Machen dadurch statt 39 jetzt 42 Schaden. Sehr schön, das machen wir noch gleich. Yeah! Und was ist mit dem Material? Ach so, Material wählen. Ah ja. Geil. Können wir doch sicherlich mal voll reinknallen alles. Wie mache ich es jetzt mit dem Verstärken? Wahrscheinlich mit nochmal mit Viereck. Ne, so kommen wir wieder raus. Ich will es doch jetzt verstärken. Toll. Ach, jetzt ist es da unten drin, unten rechts. Okay, jetzt können wir es verstärken. Jawollo! Perfekt. Dann sind wir ja jetzt bestens ausgerüstet für unsere erste Reise in die Mondstadt.